Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, Président de la République, Sergio, Madame la Chancelière, für die sogenannten, es kann kein Zweifel gehen, für die sogenannten, Madame la Présidente de la Commission Européenne, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les Commissaires, les Ministres, Mesdames et Messieurs, Sehr geehrter Herr Wagner, verehrte Autorinnen und Autoren, lieber Günter Blamberger, sehr geehrter Herr Osterkamp, meine sehr verehrten Damen und Herren. Widerstand, The Art of Resistance, heißt das Thema der Poetica dieses Jahres. Ich bin Physiker und in meiner Disziplin unterscheidet man verschiedene Widerstandsbegriffe. Der bekannteste ist der elektrische Widerstand. Bezeichnet die Spannung, die man benötigt, um einen bestimmten Strom durch einen Leiter zu schicken. Das wird nicht reibungslos funktionieren und die technische Absicht besteht darin, den Widerstand so gering wie möglich zu halten. Das lässt sich auf politische Zusammenhänge übertragen. Um an der Macht zu bleiben, muss ein politisches Regime Widerstände zu verringern versuchen, etwa durch ein Sozialkreditsystem wie in China, beziehungsweise die Spannung erhöhen, wenn die Gegenkräfte zu stark werden, etwa durch die Ausweitung des staatlichen Gewaltmonopols. Ein Beispiel für Letzteres ist die Verabschiedung der Notstandsgesetze durch die erste große Koalition im Mai 1968 zur Zeit der Studentenunruhen. Der Widerstand der außerparlamentarischen Opposition, kurz APO genannt, wurde bekanntlich dadurch nicht geringer.
Es kam in Frankfurt am Main und in Berlin zu gewalttätigen Ausschreitungen. In Köln dagegen verliefen die Proteste weitaus friedlicher. Das Rektorat der Uni wurde besetzt und die Uni selbst in Rosa-Luxemburg-Universität umbenannt. Aber aus der Perspektive der Aktivisten anderer Hochschulen hieß es nur, Berlin brennt, Köln pennt. Zur Ehrenrettung Kölns darf man einwenden, dass der Rheinländer an sich wenig gewaltbereit scheint. Was nicht heißt, dass er ohne Widerspruchsgeist wäre, im Gegenteil. Die Frage ist also nicht ob, sondern auf welche Weise man sich widersetzt. In den 70er, 80er und frühen 90er Jahren, also in der Zeit vor dem Berlin-Boom nach der Wende, gilt Köln als die deutsche Hauptstadt der Avantgarde, die eine Art of Resistance entwickelt in der Literatur, in der Malerei, in der Musik, im Journalismus. Einmischung erwünscht, hieß das Motto von Heinrich Bölls Romanen und Essays. Sein Engagement galt den Abfälligen, den sozial Schwachen, wie den Dissidenten im In- und Ausland. Und dafür wurde er als Nestbeschmutzer oder Sympathisant der RAF selbst an den Pranger gestellt. Zu denken ist weiter an Rolf-Dieter Brinkmann, der die amerikanische Underground-Lyrik in Deutschland bekannt machte und mit eigenen Gedichtbänden zum legendären Vorbild provokativer Pop-Literatur wurde. In der bildenden Kunst wären Enfants terribles zu nennen, wie Martin Kippenberger oder H.A. Schuld. Im Journalismus die freiheitlich-kritische Berichterstattung des WDR, wobei im Moment einem vor allen Dingen der Omar-Gau durch den Kopf läuft. Ein ganz anderes Niveau der Auseinandersetzung, wie ich finde. In der Musik das politische Engagement der Kölschrock-Gruppe BAP, ja der Kölner Musikszene überhaupt, die 1992 zu einem Konzert gegen Rassismus und Neonazis aufrief. 100.000 Menschen versammelten sich nach den ausländerfeindlichen Übergriffen in Rostock am 9. November auf dem Klotwigplatz in Köln unter dem Motto Arschu Zeng auseinander. Der Kölner kämpft also lieber mit Worten statt mit Waffen für das Recht auf subjektive Selbstbestimmung. Lyrik ist bekanntlich die subjektivste der drei Grundgattungen der Literatur. Die Poetica 6 ist mit ihrem Thema The Art of Resistance also am richtigen Ort. Und ich darf mich im Namen der Universität wie des Kölner Publikums bei Jan Wagner, dem Kurator des diesjährigen Poetica, für die glückliche Wahl des Themas bedanken. Und ebenso für die Einladung so vieler bedeutender Dichterinnen und Dichter aus Europa, Asien und Lateinamerika, die eine Woche jetzt in Köln zusammenbleiben und in öffentlichen Lesungen und Diskussionen die Faszinations- wie die Widerstandskraft von Poesie bezeugen werden. Jan Wagners Dichtung ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis 2015, der erstmals für einen Lyrikband vergeben wurde, für die Regentonnen-Variation, wodurch Jan Wagner nicht nur zum bekanntesten Lyriker seiner Generation wurde, sondern geradezu einen Lyrikboom in Deutschland ausgelöst hat. 2017 erhielt er den renommiertesten deutschen Literaturpreis, den Büchnerpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Im letzten Jahr hat er im Hansa Verlag eine fulminante Anthologie herausgegeben. Ihr Titel Grand Tour ist Programm. Es handelt sich um eine Reise durch die junge Lyrik Europas, die die europäischen Sprachen leben lässt und damit die Hoffnung auf Europa. Dass Literatur nicht nur unterhält, sondern Antworten versucht auf existenzielle Fragen, die uns alle bewegen, und dass der Dialog von Schriftstellerinnen und Schriftstellern disziplinäre wie kulturelle Grenzen zu überwinden hilft, ist eine Überzeugung, die alle Veranstaltungen der Poetica seit ihrer Gründung im Jahr 2015 durch das internationale Kolleg Morphomata bestätigen sollten und bestätigt haben. Deshalb fördern die Universität zu Köln und das Ministerium für Bildung und Forschung dieses Festival für Weltliteratur. Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang auch an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und deshalb hat die Poetica wohl auch Erfolg beim Kölner Stadtpublikum und findet immer wieder neue Kooperationspartner und Orte, auch außerhalb der Universität. Dieses Mal das Literaturhaus, die Stadtbibliothek und das Schauspiel Köln sowie das Alte Pfandhaus, die Kunsthochschule für Medien und die Kulturkirche. 10 Veranstaltungen werden es bis zum Samstagabend sein. Alle Veranstaltungen sind öffentlich, bis auf die Schreibwerkstatt für Studierende. Über das Programm informieren eine Broschüre sowie die Website des Kollegs Morphomata.
Außerdem gibt es wieder eine Publikation, in der sich Gedichte und Essays der an der Poetica beteiligten Autorinnen und Autoren finden. Die Buchhandlung Bittner hält sie auf ihrem Büchertisch draußen vor der Aula bereit. Die Vorbereitung eines solchen Festivals dauert Monate. Von daher gilt mein Dank Günter Blamberger als Initiator der Poetica und seinem von Marta Dopiralski geführten Organisationsteam sowie Ernst Osterkamp, dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die seit 2015 der Hauptkooperationspartner der Poetica ist. Besonders zu danken hätte ich namentlich weiterhin auch allen Autoren und Schauspielern dieses Abends, die Jan Wagner aber gleich persönlich vorstellen wird. Herzlichen Dank und willkommen zur diesjährigen Poetica. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Edvard Munchs »Der Schrei« sehen wir eine menschliche Figur unter gelbrotem Himmel, die Hände gegen das Gesicht gepresst, während sie Augen und Mund angstvoll aufreißt. Wir sehen einen Schrei, den wir nicht hören, der aber unaufhörlich jeden bis heute trifft. Die Eindringlichkeit und Nachhaltigkeit dieses Bildes liegt darin, dass Munch nur den Schrei malt, aber nicht den Schrecken, der den Schrei begründet. Das Bild erklärt dessen Ursache nicht, es reißt die Schmerzenskreatur aus jedem historischen oder privaten Kontext heraus, es verlässt sich auf sein Material und gestaltet in der Intensität der Farben und Wellenlinien nur die körperlichen Empfindungen. Derart verwandelt sich Fiktion in Wahrheit, kann dieser Schrei stellvertretend ertönen über Zeiten und Räume hinweg für alle Schreibahn Entsetzens, angesichts nie aufhörenden Leidens durch Krankheit, Verbrechen, Kriege, Armut, Vertreibung und Flucht. Munchs Schrei hört nicht auf, weh zu tun. Er widersteht dem Vergessen im Progress der Geschichte. Die Qualität eines Kunstwerks misst man seit jeher an seiner Nachhaltigkeit. Munchs Bild ist widerständig, nicht nur im Zeitlichen, sondern auch im Ästhetischen. Es missachtet die Konventionen eines realistischen Porträts und sprengt damit den Erwartungshorizont des Betrachters. Munch verzerrt das Gesicht, er färbt den Himmel flammend gelb und rot, den Abgrund schwarz und blau. So kehrt er das Innere der Schmerzensgestalt nach außen. Insofern der Schrei jedoch ohne ersichtlichen Anlass erfolgt, entfällt eine dritte Dimension des Widerstands, die politische. Dazu bedürfte es einer konkreten Adressierung der Ursachen und Folgen des Schreckens, der den Schrei auslöst. Das gelingt bei einem Schrei, den wir sehen und hören können, dem Schrei Lucilles in Büchners Drama Dantons Tod. Lucille ist die Frau des gemäßigten Revolutionärs Camille, der wie Danton dem Terror Robespierres zum Opfer fällt und ungeachtet der Guillotinierung, die ihn erwartet, durch geschliffene politische Reden weiter glänzt. Es ärgert ihn, dass Lucille ihm scheinbar nicht aufmerksam zuhört. Umso klarer nimmt sie die Angst und Verzweiflung wahr, die sich hinter seiner Rhetorik verbergen. Ihr letzter Satz im Drama, mit dem sie sich in Liebe zu ihrem todgeweihten Gatten opfert, ist deshalb konsequent und widersinnig zugleich. Es lebe der König, ruft Lucille angesichts des Schafotts und wird verhaftet. Damit huldige sie, so Celan, nicht wieder, ich zitiere, der Monarchie und keinen zu konservierendem Gestern, sondern der für die Gegenwart des menschlichen zeugenden Majestät des Absurden. Ihr Schrei sei ein Akt der Freiheit, das Gegenwart der Dichtung, das den Draht von Ideologien zerreiße, an dem alle Puppen der Geschichte hingen und bis heute hängen, denn mit der Hoffnung auf ein postideologisches Zeitalter, die nach 1989 für einige Jahre herrschte, scheint es nach der Rückkehr fundamentalistischer und nationalistischer Strömungen im 21. Jahrhundert wieder vorbei. Lucilles Gegenwart hat einen historischen Ort, die französische Revolutionszeit, und geht zugleich als Wort der Dichtung ihrer Freiheit durch alle Zeiten hindurch bis in unsere Zeit.
Es prägt sich ein, weil es einerseits verständlich ist, andererseits sich der Verständlichkeit entzieht. In politischer Hinsicht widerständig ist dieses Gegenwort, insofern seine vorgebliche Absurdität nichts anderes aufdeckt als die Vernunftwidrigkeit der Welt in der zyklischen Wiederkehr von Schreckensherrschaften. Im September 1973, als die Militärs gegen die demokratische Regierung Salvador Allende's putschten, wurde der große chilenische Sänger und Dichter Víctor Jara inhaftiert im Stadion von Santiago de Chile mit tausenden anderer Anhänger Allende's. Er hatte seine Gitarre dabei und spielte und sang für alle. Somos 5.000 aquí. Wir sind 5.000 hier, wir sind viele, hieß sein letztes Lied. Die Militärs brachen ihm darauf die Hände. Als er weitersang, schnitten sie ihm die Zunge ab und erschossen ihn. Der Tod als Preis der Mündigkeit, als äußerste Konsequenz widerständiger Poesie. Historische Schreckenskulissen und feste politische Überzeugungen sind jedoch keine hinreichenden Momente für das Gelingen von Dichtung. Darauf weist Víctor Jara in den Versen dieses seines letzten Liedes hin. Lied, wie schlecht gelingst du mir, wenn ich den Schrecken singen muss. Schrecken wie der, den ich lebe, wie der, den ich sterbe. Schrecken. Ist der Begriff politische Dichtung also ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst? Wenn Politik die Kunst ist, Macht über Menschen zu gewinnen und diese Macht sich zu erhalten, indem sie die Kommunikation zu kontrollieren, die Mechanismen zur Steuerung von Menschen zu beherrschen versucht, so definiert sich Dichtung notwendig als Gegenkommunikation und Gegenmacht, indem sie dank der Vieldeutigkeit und Komplexität ihrer ästhetischen Ideen den Lesern die Freiräume selbstständigen Wahrnehmens und Denkens wieder eröffnet. Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen, so Theodor W. Adorno in den Minima Moralia. Politisch widerständig ist deshalb die Dichtung Ossip Mandelstams, Federico Garcia Lorcas, Paul Celans, Josef Brodskis, Bedaus oder Hertha Müllers nicht, weil ihr die Erfahrungen faschistischer oder kommunistischer Diktatur aufgezwungen wurden, sondern weil sie Politiken des Schreibens entwirft, Gegenworte, die dem Tod die Macht nehmen und damit denen, die sich der Macht des Todes bemächtigen, um über andere Macht zu gewinnen. Ich zitiere, jeder hatte einen Freund in jedem Stückchen Wolke. So ist das halt mit Freunden, wo die Welt voll Schrecken ist, heißt es in einem Gedicht des rumänischen Surrealisten Gelo Naum, das Hertha Müller ihrem Roman Herztier von 1994 voranstellt. An dessen Anfang findet sich folgendes Bekenntnis. Jeder Tod ist für mich wie ein Sack. Und wenn ich mir das denke, dann ist mir, als ob jeder Tote einen Sack mit Wörtern hinter sich lässt. Dichtung gegen das Töten der Toten, gegen die Auslöschung der Erinnerung, gegen die Gleichschaltung des Wahrnehmens, Denkens, Sprechens ist wirkmächtig vor allem dann, wenn sie selbst keine Thesenliteratur ist. Im dunklen 20. Jahrhundert waren Modernität und Dunkelheit der Dichtung nahezu Wechselbegriffe. Der kritische Abstand zur aktuellen Mitteilungssprache, derer sich die Politik bedient, unabdingbar. Die Imperative der Moderne mögen ihre Gültigkeit heute eingebüßt haben. Den Einsichten der Rezeptionsforschung ist jedoch kaum zu widersprechen, dass Verse in schlichter Mitteilungssprache wie die rasch wechselnden Nachrichten des Tages zum Vergessen nur bestimmt sind. Verse dagegen, die sich dem schnellen Verstehen widersetzen, im Prozess ihrer Auslegung Erfahrungen bescheren, die sich ins Gedächtnis des Lesers einsenken. Celans Gedichte sind gerade aufgrund ihrer Hermetik politische Gedichte, die dem Vergessen des Holocaust widerstehen und das Eingedenken an die Geschichte der Juden ermöglichen, wenn man sich als Leser Zeit nimmt, sich mit ihren Passwörtern und ihrem Beziehungssinn vertraut zu machen. Die Deutungsvielfalt von Poesie impliziert dabei keinesfalls die Beliebigkeit der Lektüre.
Jedem Gedicht ist vielmehr in Form wie Inhalt sein historisches Datum verbindlich eingeschrieben. Sein 20. Jänner, wie Celanes in seiner Büchner-Preisrede sagte, im Hinblick auf Büchners Novelle über den Dichter Lenz, der, ich zitiere, den 20. Jänner durchs Gebirg ging und dem es nur manchmal unangenehm war, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Wer auf dem Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich. Celans Poesie erinnert in ihren Gegenworten gleichfalls an einen 20. Januar. Am 20. Januar 1942, also auf den Tag genau vor 78 Jahren, wurde auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage beschlossen. Dieser 20. Januar ist auch dem deutschen Grundgesetz eingeschrieben, dem Artikel 1, der die Würde des Menschen verteidigt, wie dem Artikel 5, der die Kunstfreiheit gewährleistet. Unter, ich zitiere, dem Eindruck der leidvollen Erfahrungen, die Künstler während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft haben hinnehmen müssen, wird der Begriff der Kunst dabei in der Urteilspraxis weit ausgelegt und formal bestimmt. Das heißt, der Akzent wird nicht auf den Mitteilungs-, sondern auf den Ausdruckscharakter eines Kunstwerks gelegt, das a priori vielschichtig und damit, Zitat, interpretationsbedürftig sei. Zu respektieren sei wiederum die Auslegung des Gesetzes, die Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit von Kunst, das Misstrauen von Künstlern und Kunsttheoretikern gegen starre Formen und strenge Konventionen. Der Bereich der engagierten Kunst dürfe dabei von der Freiheitsgarantie nicht ausgenommen werden. Anders als der Artikel 1 des Grundgesetzes steht dieser Artikel 5 nicht unter dem Schutz der sogenannten Ewigkeitsklausel, die dem Gesetzgeber, also dem Parlament, jegliche Abänderung verbietet. Daran ist zu erinnern, in Zeiten, in denen die Kunstfreiheit überall in der Welt unterdrückt und in denen von der Verfassung her noch liberalen Staaten des Westens auch in Deutschland zumindest als gefährdet erscheint, in einem Kulturkampf, der von links wie rechts, wenn auch mit gänzlich unterschiedlichen Intentionen, Mitteln und Effekten geführt wird. So sorgen die Verfechter politischer Korrektheit dafür, dass die Grenzen des Sag- und Darstellbaren eben nicht mehr ausgeweitet, sondern zunehmend eingeschränkt werden. Die Übermalung eines Gedichtes von Eugen Gommeringer an einer Berliner Hochschule vor 2 Jahren war dafür ein symbolischer Akt. Es spielt mit 3 Worten, Avenidas, Flores und Mujeres, Straßenblumen und Frauen, und setzt als ein 4. Un Admirador, ein Bewunderer, darunter, was dem Aster genügte, das Gedicht eigentlich ein Beispiel konkreter, also sprach- und ideologiekritischer Poesie aus dem Jahre 1953 als Ausdruck, ich zitiere, patriarchaler Kunsttradition und sexueller Belästigung zu verstehen. Weniger harmlos sind die Attacken der Rechtspopulisten, die kritischen Künstlern mit offener Gewalt drohen. Im November 2018 wurde das ZDF im Bauhaus Dessau das Konzert einer Punkband aufzeichnen, die sich seit Jahren in ihren Liedtexten gegen Neonazis engagiert. Nachdem rechte Gruppierungen im Internet gegen den Auftritt mobil gemacht hatten, sagte die Stiftung Bauhaus die Veranstaltung ab und verleugnete damit die eigene Geschichte. Das Bauhaus wurde bekanntlich von den Nazis geschlossen, die Bauhäusler wegen ihrer entarteten Kunst verfolgt, ermordet oder ins Exil getrieben. Die deutsche Literatur nach 1945 war bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts nachträglicher Widerstand. Die Wiederkehr des Faschismus zu verhindern, war bei gänzlich unterschiedlichen poetologischen Modellen ihr kleinster gemeinsamer Nenner. Nach dem Scheitern der 68er-Revolte folgten Jahrzehnte der Entpolitisierung. Das scheint sich seit einiger Zeit zu ändern. Im Ungenügen an der Visionslosigkeit der Politik im Wartesaal Deutschland wie im Wartesaal Europa. Der literarische Widerstand ist heute leiser als in der Gründergeneration der Gruppe 47 oder der Generation der 68er. Weniger pathetisch, ohne Anspruch auf Repräsentativität. Aufklärerisch jedoch weiterhin. Ein poetisches Denken, das in seiner Komplexität und Subtilität, in seinem Zweifel, in seiner Kritik wie in seinem Insistieren auf Humanität Gegenworte findet gegen die herrschenden Narrative der Macht oder deren Schweigen. Dichter verstehen sich wieder als Seismographen und Verwerfungen und der Verwerfungen und Brüche ihrer Zeit.
dass der Schoß fruchtbar noch ist, aus dem alles Unheil einst kroch, mag jahrzehntelang eine Faustformel gewesen sein, die keinen mehr berührte. Das ändert sich, wenn man Jan Wagners Gedicht Gier schließt, ein Gedicht auf ein Unkraut, das sich wegen seiner Triebe im Untergrund schwer bekämpfen lässt und alle irdischen Ordnungen zu überwuchern und zu sprengen droht. Gegen den Widerstand der Sonettform aber hat es bei Jan Wagner keine Chance. Das ist die stille Hoffnung und der Trost der Kunst. Für solche Kunst des Widerstands kann man nur dankbar sein, Jan Wagner wie allen Autorinnen und Autoren dieser Poetiker. Gegen den Wahn des Identitären verteidigen sie die Kunst als einen Freiraum, in der sich das Individuum von allen Festlegungen befreien darf. Dass das Leben ernst ist, die Kunst des Widerstands aber auch heiter sein kann, so zuletzt ein Prosagedicht aus Georgi Gospodinows Physik der Schwermut bezeugen. Es handelt von einer Jugend in Bulgarien im Schatten des großen Bruders, also der Sowjetunion. Ich küsse zum ersten Mal ein Mädchen. Brezhnev stirbt. Der zweite Kuss, ein anderes Mädchen. Tschernenko stirbt. Der dritte Kuss, Andropow. Bringe ich sie um? Erster ungeschickter Sex im Park, Tschernobyl. Es folgt eine lange Periode des Halbzerfalls. Danke. Liebe Freunde der Poesie, wer wie ich im Jahre 1968 mit dem Studium der Germanistik begann, für den war es selbstverständlich, Literatur und Widerstand in engem Zusammenhang zu denken. Mein Onkel, Verwaltungschef in einem großen Hamburger Kaufhaus, hatte mir, ohne zu ahnen, welchen Verrat er damit an den Interessen des Monopolkapitals beging, zum Abitur die kurz zuvor erschienene 20-bändige, leinenkaschierte Taschenbuchausgabe von Bertolt Brechts gesammelten Werken geschenkt. Eine Gabe, die genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Ich fräste mich lustvoll durch die 20 Bände und ließ mir Seite für Seite bestätigen, dass der primäre Zweck der Dichtung in der Veränderung des Bewusstseins und damit der Welt bestehe, dies im Zeichen des Widerstands gegen die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die sie tragende Klasse, das Bürgertum. Dabei sah ich über eines großzügig hinweg, dass diese Art des politischen Widerstands der Literatur sich mit einer großen Affirmation verband, dem Einverständnis nämlich mit den Lehren des historischen Materialismus. Ich nahm es hin und las deshalb in den ersten Semestern auch tapfer die Schöpfungen der proletarisch-revolutionären Literatur aus den Jahren der Weimarer Republik, die mir an klar konturierten Musterbiografien vor Augen führten, wie der politische Hase zu laufen habe im Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus. Das Problem war nur, ich langweilte mich. Mich langweilte eine Literatur, die Kategorien Dichtung und Poesie spielten damals keine Rolle, deren Widerstandspotenzial sich in der Erfüllung eines dogmatisch festgelegten politischen Auftrags erschöpfte, tatsächlich erschöpfte, was sich schon an der Dürftigkeit ihres sprachlichen Materials erwies. Aus dieser Langeweile stieg eine entsetzliche Erkenntnis empor. Ich war ein Bürger und würde dies vermutlich auch immer bleiben. Tatsächlich bin ich während meines Studiums trotz gelegentlicher Teilnahme an den Aktivitäten der Roten Zelle Germanistik auch nie über den politisch wenig eindrucksvollen Status eines bündnisfähigen bürgerlichen Intellektuellen hinausgekommen. Und ich fürchte, dass dies ganz entscheidend damit zu tun hat, dass ich von Kindesbeinen an immer ein leidenschaftlicher und unersättlicher Leser gewesen bin, der es gelernt hatte, an die Literatur die höchsten Ansprüche zu stellen, vor allem denjenigen,
meine eigene Wahrnehmung und Deutung der Welt durch Imagination, Sprache und Form radikal in Frage stellen zu sollen. Das war nun freilich eine ganz andere Art des Widerstands als die durch die Kategorien der Politik definierte. Eine, die auf die Irritation von Gewissheiten durch ästhetische Erfahrung zielte. So blieben die kurzen Sommer der Revolution, in denen ich mit einer Literatur liebäugelte, die ihr Widerstandspotenzial primär politisch bestimmte, nur ein Intermezzo in meiner Leserbiografie. Und daran konnte bei aller Bewunderung auch die spröde Prosa von Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands dann nichts mehr ändern. Eine unvergessliche Irritation durch ästhetische Erfahrung war mir übrigens schon am 31. Januar 1968 zuteil geworden, als ich als 17-jähriger Abiturient meine erste Dichterlesung besuchte. Peter Rühmkopf hieß der Mann, und er trug Gedichte aus einem Band vor, der den Titel trug Kunststücke, 50 Gedichte nebst einer Anleitung zum Widerspruch. Da wir Gymnasiasten im nördlichen Münsterland damals nicht so genau wussten, was ein Dichter ist, wussten wir auch nicht, wie wir uns beim Hören von Rühmkorfs mit ernstester Miene vorgetragenen Gedichten verhalten sollten. Ob wir uns also so tief ernst zu geben hatten, wie es der uns anerzogene Kunstbegriff verlangte, oder ob wir hell lachen durften, denn die Gedichte waren zum großen Teil hinreißend komisch. Das war eine sehr widersprüchliche Erfahrung, aber um Widerspruch und Widersprüchliches schien es diesem Dichter ja auch zu gehen, wie schon der Titel seines Buches zeigte, in dem sich eine für mein späteres Dasein zentrale Erkenntnis verbarg, dass das Studium von Kunststücken eine Anleitung zum Widerspruch beinhalten kann, womit sich dann die Einsicht verband, dass die Kraft zum Widerstand unabweislich an den Kunstcharakter, an die Artistik des Textes und an dessen Form gebunden war. Diese Einsicht verlangte allerdings noch nach einem theoretischen Fundament. Vermutlich ist es heute nur noch schwer vorstellbar und nachvollziehbar, welche existenzielle Bedeutung in dieser politisch aufgeladenen, beständig nach politischen Entscheidungen und klaren Orientierungen verlangenden Zeit das Erscheinen von Theodor W. Adornos aus dem Nachlass herausgegebener ästhetischer Theorie im Jahr 1970 für einen zwischen bürgerlichen Bildungstraditionen und der Lust zur Weltveränderung schwankenden Studenten zu gewinnen vermochte. Monatelang studierten wir die über 500 Seiten dieses Werkes, das in seinem zwischen Enigmatik und Apodiktik schwankenden stilistischen Duktus bereits der Lektüre manchen Widerstand entgegensetzte. Denn hier wurde die Theorie selbst ästhetisch und die Ästhetik zum Ort des Widerstands. Gegen die gesellschaftliche Wirklichkeit, wie die ästhetische Theorie dies vom Kunstwerk in jedem ihrer Sätze verlangte. Das Kunstwerk als bestimmte Negation der schlechten Wirklichkeit bildete in diesem Buch den letzten Gegenpol zum Grauen der gesellschaftlichen Totalität, zu Massenkultur und Kulturindustrie nicht nur, sondern zum Unheil der geschichtlichen Realität insgesamt. Das Kunstwerk war für Adorno die gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft, war Arbeit an einem Widerstehenden. Und derjenige, der sich den Herausforderungen der Kunst zu stellen suchte, übte damit Widerstand gegen das Mitspielen. Durch ihre in der Form verbürgte Autonomie, die sie allen gesellschaftlichen Verpflichtungen enthebt, klärt sie auf über die Negativität des Seienden oder wie Adorno schreibt, aufgeklärt sind die Kunstwerke, welche in unnachgiebiger Distanz von der Empirie richtiges Bewusstsein bezeugen. Dem jungen Studenten hin und her gerissen zwischen den Ansprüchen eines dogmatischen Marxismus
und der Faszination einer bürgerlichen Bildungstradition, die das Kunstwerk als vor- und außerpolitische Gegenwelt zum gesellschaftlichen Dasein begriff, gab die Auseinandersetzung mit Adornos ästhetischer Theorie die Möglichkeit, einerseits die Notwendigkeit der Kunst ganz aus ihrer Kraft zum Widerstand gegen die inhumane Wirklichkeit zu begründen, andererseits diese Kraft in dem aufzusuchen, was ein literarisches Kunstwerk zum Kunstwerk macht. In den Formprinzipien des Werks und in der Arbeit an der Sprache. Das führte dann zu der irritierenden Einsicht, dass das Potenzial eines literarischen Textes zum Widerstand gegen seine Zeit keineswegs im fortschrittlichen Bewusstsein des Autors verbürgt sein musste, sondern sich erst aus der formalen und sprachlichen Gestaltung gesellschaftlicher Gehalte ergab. Wo diese misslungen war, halfen auch die besten politischen Absichten nichts mehr. Jedenfalls ist mir die Ideenverbindung von Poesie und Widerstand seit meinem Studium selbstverständlich geblieben. Aber es haben sich im Laufe der Jahrzehnte die spezifischen Widerstandspotenziale gewandelt, die mich am konstitutiven Nonkonformismus aller großen Kunst faszinieren. Das ist ganz natürlich. Wer älter wird, liest bei festgehaltenem Vertrauen in die bewusstseinsverändernde Kraft der Poesie dennoch andere Autoren, denen er die Veränderung seines Bewusstseins anvertrauen möchte, als er das in den Jugendzeiten getan hat. Wenn ich heute über das Verhältnis von Kunst und Widerstand nachdenke, denke ich zuerst an das Spätwerk Goethes. Dessen entschiedene Modernität ist aus der Distanz des Dichters zum Zeitgeist erwachsen. Die kultivierte Außenseiterschaft des späten Goethe, von der Hans Blumenberg gesprochen hat, war eben auch ein Ergebnis des Bewusstseins, dass der Zeitgeist über ihn hinweggegangen war. Und dies Bewusstsein sicherte Goethe nicht nur den von Blumenberg immer wieder akzentuierten Distanzgewinn, sondern auch die Freiheit zu einem ästhetischen und thematischen Nonkonformismus, der ihn sich über alle vorgängigen literarischen Muster hinwegsetzen ließ. Von den Wahlverwandtschaften bis zu den Wanderjahren, vom dramatischen Fragment Pandora bis zum gegen alle Wahrscheinlichkeit vollendeten zweiten Teil des Faust, der aber so entschieden im Widerspruch zu allen Erwartungen der damaligen Leser stand, dass Goethe ihnen diese sehr ernsten Scherze nicht mehr zumuten mochte. Solche epischen und dramatischen Großanalysen seiner Zeit hat Goethe nur in der selbsterwählten Einsamkeit desjenigen schreiben können, der sich um die Anforderungen und Zumutungen des Zeitgeistes nicht mehr scherte und seine Distanz zu den Ansprüchen des Publikums als einen Zugewinn an künstlerischer Freiheit definierte. Oder wie er selbst gesagt hat, wer dem Publikum dient, ist ein armes Tier. Er quält sich ab, niemand bedankt sich dafür. Überall in seinem Alterswerk polte Goethe das Gefühl seiner künstlerischen Isoliertheit in eine produktive Distanz zur zeitgenössischen Leserschaft um. Sie ermöglichte ihm seine provozierende künstlerische Altersradikalität und so geriet sein Spätwerk zum Zeugnis eines staunenswerten Nonkonformismus. Theoretisch hat Goethe die Kategorie des Widerstands nur in der Physik interessiert. Künstlerisch hingegen repräsentiert jedes seiner späten Werke eine Ästhetik des Widerstands. Widerstand gegen die künstlerischen Maßstäbe seiner Zeit, gegen die Denkmuster seiner Epoche, gegen die Entwicklungstendenzen seiner Jahre. Hätte mir freilich in jenen Jahren, als ich Adornos ästhetische Theorie studierte, jemand prognostiziert, es werde einst Goethe für mich zum Vorbild einer Ästhetik des Widerstands werden, dann hätte ich vermutlich mit derart heftigem Widerstand reagiert, dass auch der Einsatz physischer Mittel nicht ganz ausgeschlossen gewesen wäre. Vielen Dank.